Heute gegen 12 Uhr hat uns die Mitteilung erreicht, dass hier auf dem Gelände des Fliegerclubs in Moosburg ein Flugzeug abgestürzt sei. In der Folge wurden über 100 Rettungskräfte alarmiert, die hier vor Ort an den Unglücksort geeilt sind, um zu helfen. Leider kam hier jede Hilfe zu spät. Eine Maschine, die Nordrhein-Westfalen gegen 10.30 Uhr gestartet war, war hier in Moosburg erwartet worden und im Landeanflug hier zum Absturz gekommen. In der Maschine saßen zwei Männer aus Nordrhein-Westfalen, der Pilot und noch ein Passagier. Beide sind bei diesem Unfall heute leider ums Leben gekommen. Im Moment laufen umfangreiche Untersuchungsmaßnahmen durch die Kriminalpolizei. Auch ein Gutachter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ist auf dem Weg hierher, um die Unglücksmaschine näher zu untersuchen. Zur Unglücksursache kann man im Moment keine Angaben machen. Unter Umständen war ein technischer Defekt ursächlich. Es kann sich aber auch um einen Fehler des Piloten handeln, der zu diesem Unglück geführt hat.